So. Kamin fertig. So, dann machen wir hier weiter. Wie gesagt, das Buch brauchen wir jetzt. Obwohl, huch, jetzt fängt meine Ohren zu jucken. Ich glaube, wenn man, also jetzt können wir rübergehen, ach, dann können wir nämlich so wechseln, genau. Okay, dann ist es nur, genau. Unwichtig. So, das erste, was wir gleich. Machen ist, wir gehen hier lang. Nehmen das Magazin. Nehmen das rote Kraut. Ernsthaft, ich bin vergiftet. Leute, das ist sowas von unnötig. Na klar, ich brauche nur bis zum Brunnen laufen. Dann habe ich da ja, glaube ich, kostenloses Entgiftungsgedöns. Einmal kombinieren, mein Gott. Ich hätte auch den roten reinlegen können, einfach nur blau-grün nehmen können, aber. Mein Gott, das kommt jetzt auf den Kram auch nicht an. Ja, da liegt vielleicht nur ein Schlüssel, glaube ich. Die alten Ladeanimationen. Ich habe mir jetzt die Zahlen nicht gemerkt.
Die, das ist ja komplett falsch, Diggi. Achso, da 635. 635. Rot, Grün, Orange. Grün ist 6. Orange ist 3. Nee, Orange ist 5. Und so. Aber mit der Farbgebung haben wir es also nicht. An der Wand steht was. 1 plus 3 ist 4, 4 und 6 sind 10, 1 und 6 ist 7, 10 und 7 ist 17, 17 plus 3 ist 20. Genau, da Chris, dass sie mit den Chemikalien natürlich nicht kann, die Tür jetzt offen ist. Das hätte man jetzt mit Rebecca machen müssen. Können wir jetzt den Weg uns sparen. Digga, ne? Er hat schon was geblinkt. Bling, bling. Ja, der Raum ist clean. Was jetzt? Grün, ja. So, falls ich das nochmal verkacken sollte gleich. Kann ich dann auf den Self-Game zurückgehen. Ja, das war eigentlich so nicht geplant. Eigentlich hätte Rebecca kommen sollen.
Oder muss ich ihn erstmal so weit runterschießen? Wollte nachladen. Digi, das war zu einfach. Das mit dem Revolver kam sehr komplett geskippt. Vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich vielleicht unten nicht in den Raum gegangen bin. You scared me. You okay? Yeah, it's dead. But Richard, he's gone. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. So, gehen wir mal in den Raum hier rein. Ich glaube, wir hätten ihn, glaube ich, nicht öffnen müssen und in den Raum betreten müssen. This room is equipped with all sorts of medical supplies. Want me to treat your wounds? Yeah, would you? Ah, warte, ich zieh kurz meine Hose aus. Thanks. Be strong, Rebecca. Du kleine Kinder heulen. Ach ja, du bist ein kleines Kind. Bist immer gerade 18. Oder 17? Weiß ich gar nicht. Ich glaube 18. Oder 19? Keine Ahnung. Irgendwie sind sie schon drehen. Ich gehe mal einmal kurz unten in den Raum rein, den wir jetzt übersehen haben. Aber ich glaube, da war eh nur die Pflanze drin, sonst war da, glaube ich, nichts. Also ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich den Raum vorher nicht betreten habe und nicht den Zahlenschloss, glaube ich, geöffnet habe, so dass wir praktisch diese Sequenz übersprungen haben. Thank you.
war nämlich der Raum. Wir sind hier, wer nochmal, was ist denn die Pflanze zu sehen, genau. Aber da ich wusste, dass er hier in dem Sinne sonst nichts drin ist, deswegen dachte ich, oder für mich bin ich nicht reingegangen, weil ich dachte, dass ich dafür die Pflanze dann doch käme. Dann möchte ich das immer irgendwann mal im Livestream nochmal spielen, mache ich es nämlich mal andersrum, dass ich den Raum nehme. Vielleicht vorher mal betritt oder so. Weil ich kann mich nämlich entsinnen, dass wir die Sequenz haben und mit Rebecca dann halt mixen mussten, runterlaufen mussten und dann halt die Pflanze damit einschmeißen mussten. Wesker? Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Ah, ich habe einen Schlüssel eingesammelt. Also, das kann ich nämlich auch hier lang gehen. So, und jetzt sollte ich eigentlich übergangsweise Kombinationen die Schaufel mitnehmen. Muss ich erstmal noch nicht mitnehmen, mehr wie Shotgun weitere Shotgun Schild muss ich Schrotmunition muss ich nicht mitnehmen. So, damit haben wir praktisch jetzt unser Wintergarten Gartenhäuschen WTF, also was auch immer, durch und es ging wieder zurück zum Herrenhaus. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Krista, Brad, can you hear me? Brad. Also wir sind jetzt ungefähr die Hälfte. Damn. Wie gesagt, wir haben jetzt einmal noch den Untergrund und dann noch das Labor und dann sind wir durch. Das heißt, wir haben es ungefähr vielleicht noch von dem, was ich bis hier gespielt habe, jetzt noch mal an gleicher Spielzeit länger raus.
Doggy ist tot. Doggy macht mir jetzt keine Probleme mehr. So, hier wäre noch einmal für Entgiftung. Wie gesagt, hier müssen wir später nachher eh nochmal hin. Deswegen müssen wir es noch nicht schließen, weil wir müssen eh gesagt nachher nochmal wieder runter, eine Batterie reinsetzen, dann wieder hoch, dann hier runter drehen und dann wieder runtergehen. Bis doch aus einem Gang machen wir immer drei. Ein bisschen verschwenderisch sein. Auch wenn ich gerade schon dabei bin. Jetzt kriegen wir Besuch. Eine Schild, Text der Schande war drin, dass jetzt die Tür von der anderen Seite, also jetzt von der Innenseite, heil ist. Ich glaube, hier oben steht noch einer. Nicht? Okay. Das ist, glaube ich, schon ein sehr langer Raum, glaube ich, ne? Genau, der Raum.
Sonst gehen wir nämlich auf Umwegen woanders lang. Praktisch wieder über den Innenhof von dieses Gebäude gleich dann wieder. Ach ne, wir gehen jetzt durch die Küche, so war das. Also wir können nämlich sowieso den praktischen Weg gleich wieder zurückgehen und den Rest hier rausholen. Wir können rein rechtlich mit dem Fahrstuhl jetzt schon fahren. Wissen wir aber auch nicht. Habe ich mich gerade verjagt. Dich habe ich hier eigentlich nicht erwartet. Ich habe hier eigentlich den Zombie noch erwartet. Ich komme eh gleich nochmal hier zurück. Ich dachte, das wäre schon der Weg wieder zurück über den Bereich von Lisas Grundstück. Ich weiß, dass hier nachher auch noch Hunters durch das Fenster, durch das Fenster springen. Aber finde ich auch gut gemacht, dass manche Türen auf einmal komplett hier fehlen. Also es ist glaube ich nur auch nur die eine Tür, glaube ich, die fehlt.
weil wir kommen eh nicht mal hier lang. Deswegen. Und kostenlose Zugaben nehmen wir doch immer gerne mit, ne? Jetzt einmal kurz gucken. Ja, alles mitgenommen. So, jetzt gehen wir wieder zum Safe Room. Wie gesagt, mit dem Fahrstuhl fahre ich noch nicht. Weil dann kommen wir nämlich wieder in einem anderes Gebiet erstmal. Jetzt weiß ich gar nicht, mit ich. Ja, genau, ich komme da eh in ein anderes Gebiet und da muss ich eh reichlich Platz haben. Hatte ich schon alles genau. Ich glaube, ich mache es auch so, dass ich jetzt, glaube ich, auch alle Pfeifs mit einsammle. Springe ich hier durch? Nein? Gut. Dann aber, glaube ich, später. Ich packe die erstmal da hoch. Jetzt überlege ich nämlich den Schlüssel mit. Nee. Obwohl über mir ist noch ein Raum. Ich musste ich erstmal, glaube ich, ein Stück rüberschieben, genau. Dann ein Stück runterschieben. Der Adler darf den nämlich nicht angucken, weil sonst kriegt er die Augen nicht raus. Ah, da hat er es zu lange gebraucht. Ist jetzt blendet nämlich nur.
Kann man nämlich jetzt wieder runtergehen, den Auge da unten. Das war, glaube ich, das Gelbe. Du lebst noch? Hallo, du sollst schießen, Mann! Er musste nachladen, Diggi. Ich dachte schon mal nichts. Blau und gelb. Und die braucht man später, die Modisk. Jetzt kommen wir nicht weit. Die Modus ist nämlich später fürs Labor. Da brauchen wir nämlich insgesamt 3 Stück, um Passwörter oder nicht Passwörter, aber Schlösser freizuschalten. So, die kommen hier unten natürlich jetzt nicht mehr angefeuert. Ja, den Modus knallen wir da erstmal so rein. Ja, Heilung gibt es da oben auf dem Balkon, an dem wir gleich hingehen. Okay, ich habe hier im Raum sogar noch was übersehen. Ernsthaft. Wegen der pissigen Text. Tadai. Jetzt gehe ich auf die andere Seite, weil wir müssen auf diese Seite sowieso zurück. War hier sonst nicht nochmal ein Hunter? Schauen wir nicht.
So, jetzt gehen wir hier gleich einmal rechts rein und die erste Tür wieder rechts rein. Und wenn es dann noch das hört mit. Ich hab uns die Waffen nach. Müssen wir hier überhaupt nochmal hin? Nein. Nur auf die andere Seite, die ist aber verschlossen. Da kommen wir dann nur mit der Fahrstuhlseite hoch. Ach nee, das mit Rebecca triggern wir erst, glaube ich, später. Ja, mit Rebecca triggern wir das hier oben später. Und dann können wir auch gleich von hier unten aus in den anderen Außengarten gehen und uns da dann die restlichen Sachen holen. Auch den Schlüssel erstmal weg, den brauche ich dann nämlich jetzt gleich nicht, weil den auf den Rückweg gehe ich nämlich wieder hier lang und dann den anderen Weg. Der Türgriff wurde repariert. Das wäre ein Sprung gewesen, wo ich instant tot wäre. Weil genau, normalerweise, wenn wir jetzt von hier gekommen wären, wäre er nämlich hier durch die Tür rausgejumpt. Normalerweise wäre das dieser Sprung, damit macht er instant kill. Hau ab, du Dreckstühle! Hallo? Junge! Mach doch mal was! Meine Fresse, Diggi! Was interessiert mich? Kerosin, du Schwuchtelboy! Habe ich was habe ich noch oben vergessen bei Schreibmaschine? Ist da noch was?
Was habe ich noch vergessen? Die Steuerung, wie die Kamera sich dreht, ist ein bisschen problematisch. Ernsthaft wegen Dokument? Ernsthaft, Dokument. Obwohl, euch sollte ich... mal so tauschen. Weil hier ist alles drin, rot, grün, blau. Hier ist nur dreimal grün. Hier ist nur grün, rot. Blau, Dings. Jetzt weiß ich aber nicht, rot, grün geht, glaube ich. Rot, grün geht, aber ich glaube, blau, grün geht nicht. Dann muss ich beim nächsten Mal testen, ob ich da was kriege. Genau, ja, ich speichere noch einmal. Das wird jetzt wieder King des Speicherns. So, und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich mache hier nochmal einen Cut, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge uns an dieser Stelle wieder.